Hier ist sie, die Pretty Woman unter den Nilpferden. Amanda und Sebastian Reich. Schau doch mal ruhig. Hello und einen wunderschönen guten Abend. Ich red nicht auf. Was hat denn der gesagt? Wer? Der Händel. Er hat uns angesagt. Ja, begrüßen Sie Amanda und Sebastian Reich. Ja, so heißen wir ja. Ich heiße ja nicht wie du. Es hat jetzt keiner behauptet. Das hörte sich aber so an. Das hörte sich an wie begrüßen Sie das Ehepaar Amanda und Sebastian Reich. Ich krieg die Krise. Das hörte sich halt so an, weil du halt keine Nachnamen hast, ja? Och. Werden wir gleich zu Beginn persönlich? Naja, da habe ich lieber keinen Nachnamen als einen gelogenen Nachnamen. Herr Reich. Was? Also, sag mal, hallo, ein Nachname sagt doch nichts über einen aus. Sag mal, wie schaust du denn überhaupt aus? Was hast du denn heute für Gefolge dabei? Das sind eine Schlepperbande. Das sind die Schleppenträgerinnen. Schlepperbande. Die schönste Schlepperbande auf der ganzen Welt und die einzigste, die man gut finden kann. Ja, das ist. Schau mal, also dann, weißt du was, lass die doch jetzt einfach mal. Ja, richtet schon mal das Buffet her. Ja, ich hab Hunger. Jetzt die Party steigt. Sag mal, ist das jetzt dein Ernst? Willst du jetzt allen Ernstes? Ja, natürlich. Ich frag euch, bin ich eine schöne Braut? Ja, Moment, das hättest du mich mal fragen müssen. Warum? Wenn man den Schleier vielleicht auf die andere Seite hängt. Ja, das ist. Alter, suchst du Stress? Will ja nichts sagen, aber weißt du was, wenn du heiratest, ja, dann hast du auch einen Nachnamen, ja? Ich werde nie einen Nachnamen haben. Warum? Weil ich gar keinen Nachnamen will. Ohne Nachnamen ist man nämlich ein Superstar. Bitte? Ist dir noch nie aufgefallen? Was? Wenn man keinen Nachnamen hat, ist man ein Superstar. Du wiederholst dich, ist mir noch nie aufgefallen. Soll ich aufzählen? Hä? Ich sag nur Madonna, Nena, Shakira, Sting, Falco, Sascha, Enya, Innenen, Heintje, Heino, Sido, Bushido, Bono, Gabi, Ötzi, Poldi, Schweini. Maja, Willi, Körnet, Miss Piggy, Lady Gaga, Cher, Frau Antje aus Holland. Der Wendler, der Bachelor, der kleine Hunger und Jesus. Ach, jetzt komm, bitte. Hab ich wen vergessen? Ich weiß nicht, vielleicht den Weihnachtsmann. Verarschen kann ich mich selber. Der heißt nämlich Santa Claus. Na, jetzt hör doch bitte. Also, das regt mich auf. Da sagt er, begrüße Sie Amanda und Sebastian Reich. Wenn du nicht so hässlich wärst, dann könnte man ja wenigstens noch denken, wir wären Geschwister. Aber jetzt denken die alle, wir sind verheiratet, da kriege ich die Krise. So, jetzt beruhig dich mal. Weißt du was, Amanda? Keiner hier im Saal und auch nicht die Zuschauer zu Hause an den Bildschirmen, ja? Kein einziger denkt, dass ich dich jemals auch nur ansatzweise heiraten würde, ja? Ach, das ist ja höchst interessant. Was ist es denn? Hä? Bin ich zu klein? Bin ich zu groß? Bin ich zu dick? Bin ich zu dünn? Sind es meine großen Nasenlöcher? Hä? Willst du mich diskriminieren? Lass mir doch von denen ich auf der Nase rumtanzen. Platz genug wäre, ja. Vorsicht, Schätzchen, Vorsicht, ja? Also das war jetzt nicht gegen, also das, ich, also nicht gegen dich, also ich wollte... Och, wie süß! Jetzt fängt auch noch das Stottern an. Ich hab dich doch nur verarscht. Ich würde doch niemals einen Kerl heiraten, der mit Puppen spielt. Dann red halt mal Tacheles. Wen willst du denn heiraten, ja? Wen willst du raten? Nein, ich wollte sagen. Na, dann sag's halt auch richtig. Geistig verwirrt der Typ. Jetzt hör doch auf. Ich wollte dich fragen, du sollst mal verraten, wen du heiraten möchtest. Und weißt du was? Wenn ich so die letzten Jahre fast nach den Franken zurückdenke, ich gehe mal davon aus, es ist jemand mit einem Haar. Ja, ein Haar sollte er haben. Ich will ja keinen Glatzkopf, ja? Was rede ich mit Meister Propper? Nein, ich meinte, er hat vorne ein Haar. Was?
Willst du jetzt über Intimfrisuren sprechen? Ein Haar im Namen, vorne im Haar, ein Haar wie Horst. Was? Horst, dein Horst. Es ist schon lange nicht mehr mein Horst. Der hat sich mittlerweile schon für ganz andere Leute zum Horst gemacht, ja? Und für manch einen auch zum Vollhorst. Seit die Jahrzehnte klatschen, niemals alleine klatschen. Es hört sich so nach Mitleid an. Nein. Lass doch jetzt mal ausreden erst. Was ist mit deinem Horst? Ja, ich wollte sagen, seitdem der nach Berlin gegangen ist, ist der ganz schön ausgemerkelt, ne? Ich möchte ihn nicht mehr haben, ja? Die Presse hat mal geschrieben, Horst macht Amanda den Hof. Der hat bei mir nie gekehrt. Der hat nie Unkraut gemacht, ne? Der ist nie zu mir gekommen. Und soll ich dir was sagen? Fällt dir was auf? Obwohl der Seehofer nicht da ist. Wir haben eine super Stimmung. Brauchen wir den überhaupt hier? Ne, den brauchen wir gar nicht. Der soll bei seiner Eisenbahn bleiben, ja? Und Horst, falls du zuschaust, mein Zug ist abgefahren. Tut, tut. Ja, das ist... Also, ja, dann brauchst du jemand Neues. Ja. Ja, dann ist das doch geklärt. Ja. Aber weißt du was, Amanda, dann würde ich mal sagen, der Heiratsmarkt ist eröffnet, ja? Ja, ich gehe los. Ja, komm, weißt du was, ich fahre dich jetzt einfach mal da runter. Ich könnte ja dann auch das Brautauto fahren, ja? Ja, ich hätte gern, dass es jemand fährt, der das auch richtig kann. Hallo, ich bin ein guter Autofahrer. Sagt der, der mit 90 über die Autobahn zuckelt. Der, wenn geblitzt wird, hockt einer im Kasten und malt ein Bild. Ach, jetzt komm, bitte geh doch jetzt. Nicht. Nein, so, komm, wir gucken jetzt mal darunter, ja? Ja. Schau mal, Amanda, ich möchte dir mal eines sagen. Du möchtest doch eine glückliche Braut sein, ja? Ja. Und ich möchte dir jetzt mal erklären, was Glück ist. Schau mal, Glück wäre zum Beispiel für dich als Braut auf der Suche, wenn hier oben für dich 9 hübsche, attraktive Männer sitzen. Ja. Ja. Dann habe ich heute ja schon mal Pech. Jetzt. Sag mal, komm, geh jetzt einfach mal... Komm, ich bring ihn mal hier mit runter. Ja, sind wieder die Teppiche aus dem Bad. Nein, hier sind die Flecklershexen. Was haben Sie denn da hingeguckt? Flaschen? Ja, es ist... Von daheim ist daheim, ja? Flaschen sind es. Mir ist jede Flasche recht. Jetzt, komm bitte. Ich sag's immer, sie ist positiv. Ist die Flasche halb leer, bist du halb voll. Ja, das ist... So, schöner Spruch. Was möchtest du denn? Schau mal, wir hätten Politiker hier. Ja, einen Politiker hätte ich gerne. Politiker? Ja. Warum? Weil ich mich schon bei der Hochzeit drauf freue, wenn der sagt, er soll für immer schweigen. Ja, das ist... Ach, so ist es. Schau mal, du kannst ja mal gucken. Schau mal hier zwischendurch zum Beispiel, ja? Ja, wer ist das? Mr. Stock? Yes, wie schauen Sie denn aus? Das ist der Herr Dobrindt. Das ist doch nicht der Dobrindt. Am Ende ist es der Seehofer, hat sich versteckelt. Nein, das ist der... Möchten Sie mich heiraten? Ja, ich möchte sie nicht. Jetzt komm, bitte. Nicht. Sag mal jetzt, es ist sehr unhöflich. Aber schau mal, wir hätten zum Beispiel, hier sitzt der Herr Herrmann, ja? Der Herr Herrmann! Sie haben sich von Ihrer hässlichen Cowboyjacke getrennt? Nein, es ist der andere Herrmann. Das ist der Florian Herrmann, ja? Es ist der Leiter der Staatskanzlei und der Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten, ja? Ja, Sie werden das vielleicht, ne? Sie sind jung, Sie sind knackig. Sind Sie verheiratet? Ja. Ja? Ist mir egal, ich bin sehr flexibel. Nein, das ist doch nicht. Wissen Sie, was Ehe bedeutet? Ehe ist, wenn zwei sich alle Sorgen und Probleme teilen, die sie gar nicht hätten, wenn sie gar nicht erst geheiratet hätten. Ja, ja. Ja, Herr Dobrindt, das wissen Sie auch, wir gehen der Gruppe. Ja, das ist doch nicht politisch. Nicht? Nein. Schau mal, hier drüben, das wäre vielleicht auch was für dich, ja? Ja, wer ist das? Das ist der Manfred Weber, ja? EU-Parlament, der Vorsitzende der EPV-Fraktion. Ja, Sie sind der Herr Weber, der Manfred. Manni? Guck mal, Manni, lass mich dein Europastern sein. Guck mal, wie er guckt, das ist ein Torero. Warum ist es ein Torero? Der stiert mich an. Na bitte. Ja. Ja. Manfred, du kennst den Unterschied zwischen einem Theater und dem EU-Parlament? Ja? Kennst du nicht? Ich sag's dir, im Theater werden gute Schauspieler schlecht bezahlt. Sag mal... Ist die verrückt? Nicht. Was kann man doch nicht sagen. Aber Manni, ich meine,
dich nicht. Das gilt ja nicht für alle, aber wenn du mich heiraten würdest, ich würde mitkommen nach Brüssel und dann würde ich in den Laden mal aufräumen, ja? Da könnten wir mal ein bisschen aussortieren, ja? Könnten wir ein bisschen Gas geben, ja? Die kriegen eine Menge Geld, brauchen sie ewig, bis sie das Plastik abschaffen, die Umwelt retten, ja? Das dauert alles ewig. Könnt auch den Ehrenpräsident heiraten. Der ist verheiratet. Schau mal, du kannst auch hier vorne mal ein bisschen weiter gucken, ja? Hier, es ist, was sitzt da denn? Ist der von den Grünen? Nein, der ist nicht von der Grünen. Ist der Thorsten Glaubers, der Umweltminister, ja? Ist Ihnen schlecht? Sie sind ja ganz grün. Na, das ist doch, Sie sollen der Flip, oder? Der Flip? Und Sie sind die hässliche Biene Meier, oder was? Nein, das ist doch nicht die Biene Meier, es ist Münchner Kindl. Ach so, aber der hat was zu essen. Jetzt komm, also, das ist der Flip, der wäre doch was für dich, ja? Ja, lieber Flip als ein Flop. Ja, stellen Sie vor, Sie wären beides, dann wären Sie ein Flip-Flop. Bitte, jetzt quatsch doch nicht. Das ist der Umweltminister. Rettet der jetzt die Bienen? Der muss sich jetzt auch um die Bienen kümmern, ja, sie zu retten, ja? Ja, Thorsten, lass mich dein Bienchen sein. Du gehst, glaube ich, eher als Hummel durch, ja? Hast du irgendein Problem mit mir? Wie sage ich immer so schön, hat die Blume einen Knick, war die Biene wohl zu dick? Na, das ist... So, geh uns einfach mal weiter. Nicht. Also unmöglich. Nicht. So wird das nichts mit heiraten. Nicht. Nein. Komm, wir gehen mal weiter, ja? Weiter? Ja. Nein, ich drehe durch. Wer sitzt da denn? Rudolf Mooshammer. Ich drehe durch. Kaum ist der Lagerfelder oben, kommt der Mooshammer runter. Ja, das ist... Bitte. Hallo, um Gottes Willen. Nicht. Nein. Bist du verrückt? Das ist der Fernsehdirektor. Der Mooshammer ist der Fernsehdirektor? Das ist ja nur ein Kostüm. Sie sind ja meine Schwiegermutter. Ja, das ist die Mama, die technische Direktorin, ja? Ja, und was hat der Moosi? Was haben Sie denn da auf dem Arm? Ist das diese komische Daisy? Das geht ja gar nicht. Tu mal, ich hätte doch was dabei. Tu mal so eine Amanda her. Ja, schau mal. Was macht der jetzt? Entbindet der? Schau mal, wir geben ihm mal eine kleine, ja? Ja, ich möchte einmal in der Zeitung lesen, Fernsehdirektor geht mit Amanda nach Hause. Ja, das ist, ja. Ja. So, und Sie gegenüber sind der Chauffeur? Nein, das ist nicht, das ist der Intendant. Jesus, ach du Scheiße. Ich wollte sagen, Sie sind ein Charmeur. Ja, das ist, ja. Möchten Sie mich heiraten? Jetzt nein. So, pass auf, ich will ja nichts sagen. Bist du blind, hast du Tomaten auf den Augen oder was? Was? Es sitzt hier ein Mann in diesem Saal, ja? Ja. Der kommt seit vielen, vielen Jahren in besonders kreativen, bewundernswerten, fantasievollen Kostümen, ja? Ja. Heute sitzt du hier im Brautkleid. Ja. Und er sitzt hier zum ersten Mal im Anzug. Ja. Vergiss es, geh weiter. Das ist doch die Frage. Entschuldigung. Geht doch nicht. Das geht doch nicht. Sie haben ja eine heiße Frisur. Wer sind Sie denn? Das ist der Herr Füracker. Der Herr Füracker! Nein, Sie sind ja für die Finanzen, ne? Ja. Machen wir so, Sie bringen das Geld, ich das Portemonnaie, ja? Ja, ich bin sehr kostspielig, das muss ich Ihnen sagen, wenn Sie mich heiraten würden, ja? Wir Frauen sind generell kostspielig, ne? Ich sage immer, Frauen sind wie Wirbelstürme, ne? Am Anfang umzirken die sich heiß und drehen sich um dich rum. Am Ende nehmen sie Auto und Häuser weg. Ja, das ist... So, komm. Schau, das ist jetzt der echte Herr Herrmann, ja? Der Sheriff! Ich will einen Cowboy als Mann. Nein, das ist, wie sag ich immer so schön, Männer sind wie Handschellen, gleich eingeschnappt. Ja, das ist... Komm, also ist der auch nix? Ist auch nix. Nein, schau mal, wir hätten noch den Herrn Eisenreich. Der Herr Eisenreich! Nein, das ist mir ein Reich zu viel. Mir reicht der, der neben mir steht. Ja, das ist... Der kümmert sich doch um die Justiz. Schau mal, hier hinten, da sitzt so ein bisschen... Ja, katholisch kann ich ja gar nicht erst fragen. Nein, aber hier wäre zum Beispiel der Herr Bedford Strom, ja? Ja. Aber ich glaube, der ist auch verheiratet. Ja? Wie lange schon? Sie trauen mich. Wie lange sind Sie denn schon verheiratet? 33 Jahre. 33 Jahre! Und immer mit der gleichen? Ja? Wie lange müssen Sie noch? Na jetzt, komm. Bitte, komm, jetzt geh mal hier weiter. Entschuldigung, das geht doch alles hier nicht. Nicht? Nein. So, komm, wir schauen jetzt mal noch, da vorne sitzen auch noch ein paar, ja? Ja. Schau mal, da vorne sitzt der Hannes Ringelstädter, ja? Ist doch der Horst Schlemmer. Das ist der Hannes Ringelstädter. Haben Sie den Schlemmer reingeschmuggelt? Nein, das ist... So, schau mal, oder guck mal hier. Wer ist das? So,
von der FDP. Martin Hagen. Ja, es ist ja doch die Lois. Nein, das ist doch so eine Perücke, ja? Geh weg mit dem Ding. Spring ihn gleich über. Sag mal, hast du da eine Haschpfeife umhängen? Ist es ein Joint? Bist du denn da weg mit dem Ding? Was möchtest du damit sagen? Eure Politik kann man nur bekifft ertragen, oder was? Das ist die Message. Nein, das ist, der kommt ja auch nicht aus Jamaika. Nein, aber danach nie dann Flitterwochen am Ende, ne? Ja. Sie kommen ursprünglich geboren in Italien, glaube ich, ne? In wo? La Spezia. Spezifisch? Nein, La Spezia. Spezifisch? Wenn der Cola-Fisch mit dem Fanta-Fisch, dann Spezifisch. Jetzt komm. So, pass auf, hier hätte ich noch ein bisschen was Grünes zu bieten. Grün? Also ich finde den Vorsitzenden von den Grünen finde ich ja total heiß. Den Hofreiter. Ja, bist du bescheuert? Ich meine den Bayerischen. Ach, den Bayerischen. Der ist heute hier. Schau mal, Ludwig Hartmann. Ja, guck mal, der ist so ein Superman. Was ist das? Aquaman-Kostüm? Nein, Ludwig, du machst mich ganz wuschig. Schau mal, ich habe ein Geschenk mitgebracht, Mann. Du hast mir ein Geschenk? Das hast du nie gemacht. Ja, das ist so. Ja, schau mal, ein Geschenk. Für mich? Für dich. Na, mach mal auf. Was ist das? Ein T-Shirt, Hippos für Bienen. Hippos für Bienen? Bist du der Bienenretter? Ja. Nein, ich glaube, ich habe den richtigen gefunden. Ludwig, lass mich deine... Fass mich nicht an. Ich glaube, es geht los. Langt ihr gleich hin? Ich sag dir, da geht was. Na jetzt, komm jetzt. Also pass auf, wir nehmen jetzt das T-Shirt mal mit. Vielen Dank. Ludwig, ich bin Mörtelpackerin. Ich helfe dir beim Ausziehen. Jetzt komm, das ist ein blöder... So, jetzt pass auf. Jetzt hast du hier ein T-Shirt, ja? Ja. Und möchtest heiraten? Ja. Was mache ich denn eigentlich bei der ganzen Nummer? Bin ich vielleicht dein Trauzeuge? Ne, vergiss es. Dann nehme ich die Ilse. Ilse, du bist meine Trauzeugin und die Frau Schreier, sie nehme ich als Engelchen mit, ne? Kann ich sie buchen? Ja, als Engel, auch die Ilse. Sie sind auch nicht verheiratet, ne? Wir haben was gemeinsam, wir beide. Sollen wir auf Männerfang gehen? Ja, guck mal, wie sie guckt. Die mag ich, die Herzkönigin. Haben das gleiche Kostüm fast wie die Frau Bär, ne? Haben sie sie abgesprochen? Zwei Herzköniginnen, wie schön. Du hast mir immer noch nicht erklärt, was ich machen soll. Ich könnte eine Torte backen, ich könnte ein bisschen für Unterhaltung sorgen. Ja, ich könnte zum Beispiel auftreten für die Gäste. Jesus, am Ende noch so eine komische Bauchrednernummer. Ich finde Bauchredner ganz komische Leute. Ich könnte auch was steppen. Was? Steppen. Steppen? Ja, ich nehme neuerdings, ich habe Stepptanzunterricht genommen. Ich schmeiß mich weg. Du und Steppen, um Gottes Willen, ich lese schon in der Zeitung. Bauchredner sorgt für Erdbeben in Franken. Hallo, Steppen macht Spaß. Elefantenballett. Steppen macht Spaß. Steppen, da fällt mir noch ein schöner Spruch ein. Ich glaube, ich bleib lieber Single. Denn auch unter den kleinsten Steppdecken kann der größte Depp steppen. Ja. Hallo. Den vorstellen, meine Damen und Herren, Sebastian Reich und seine Amanda. Hello! Wie immer ein Knüller und Höhepunkt unserer Sendung. Vielen Dank, lieber Sebastian. Danke dir, Amanda. Auf die Beine ein dreifach neues Franken. Hello. Sebastian. Hello. Amanda. Hello.